Heute dreht sich alles um Logic's Stereo Delay und ich gebe dir drei Tipps, wie du noch eindrucksvollere Delay Lines und Delay Effekte mit diesem Delay machen kannst. Also bleib dran. Hallo, ich bin Martin und auf diesem Kanal lernst du Musikproduktion in Logic. Aber auch wenn du nicht mit Logic arbeitest, kannst du dir hier in meiner kleinen Delay-Serie bestimmt einiges rausholen. Im letzten Video habe ich dir das Sample Delay und das Echo vorgestellt. Das sind Logic's beide einfachsten Delays, mit denen du sehr einfache Delays erzeugen kannst oder mit dem Haas-Effekt arbeiten kannst, auch sehr interessant. Und heute dreht sich alles um Logic's Stereo-Delay. Das ist Logic's Go-To-Delay, wenn du Stereo-Effekte oder Stereo-Delays erzeugen möchtest. Und mit ihm kannst du auch alle komplexeren Delay-Aufgaben lösen. Wir schauen uns dieses Delay jetzt mal direkt an. Und das ist aufgeteilt in 4 verschiedene Hauptbereiche. Du hast hier 2 verschiedene Delay-Lines. Einmal ist das hier das linke und das rechte Delay. Dann hast du hier noch die Global-Einstellungen und du hast hier den Output-Mix. Ich gehe jetzt mit dir alle Einstellungen durch und zeige dir auch viele Soundbeispiele dazu, dass du hören kannst, um was es hier genau geht und wie du dieses Delay einstellen kannst. Zunächst mal hast du verschiedene Einstellungsmöglichkeiten. Du kannst also dieses Delay nach Noten einstellen, ja, von Triplet-Noten, also Triolen-Noten, über punktierte Noten, und du kannst es auch einfach nach Zeit einstellen. Die siehst du immer hier angezeigt. Ja, auch das ist möglich und somit hast du hier die maximalen Einstellungsmöglichkeiten schon. Dann kannst du hier in den Global Settings kannst du das Delay zum Tempo synken. Das ist auch mache ich sehr, sehr oft, zum Beispiel wenn du eine komplexe Delay-Linie hast und möchtest, dass die Achtel zum Beispiel im Tempo leiser werden, die Delay-Fahne, dann ist es gut, das Tempo zu synken. Und du kannst hier auch einen Stereo-Link machen. Das bedeutet, dass du hier diese Delay-Lines zwar verschieben kannst, die unterschiedlich eingestellt sind, aber dass sie in Relation zueinander bleiben. Dann hast du hier noch Low-Cut und High-Cut. Das sind EQ-Band-Filter, mit denen du das Delay einstellen kannst. Und hier unten Feedback-Lines. Aber ich möchte jetzt hier gar nicht so theoretisch werden, sondern wir steigen gleich direkt ins Geschehen ein. Hören wir uns das Delay einfach mal in der Standardeinstellung an. Ich bin hier bei dieser Elektrik-Gitarre und schalte es zu. Du hörst also, rechtes Delay ist jetzt hier eine Viertel, linkes Delay ist eine Achtel. Und somit hast du 2 unterschiedliche Delays, die du einstellen kannst, oder du kannst sie auch untereinander koppeln. Richtig spannend wird es jetzt aber, wenn du hier in die Input gehst, und das übersehen schon die meisten. Du kannst jetzt hier zum Beispiel rechte und linke Seite vertauschen. Das ist noch nicht so beeindruckend. Oder du kannst linke und rechte Seite hier pro Delay-Linie nehmen. Dadurch wird das Delay einfach, ja, kannst du es ein bisschen mehr in die Breite ziehen noch. Man kann hier auch interessante Effekte erzielen. Ich zeige dir das mal hier am Piano. Wir probieren das hier auch mal, und zwar indem wir hier dieses Delay nehmen. Ich habe hier schon den Input links rechts gewählt, und so kannst du auch so interessante Piano-Welten dir zum Beispiel basteln. Ich fand zu diesem Piano hier hat das ganz gut gepasst. Erstmal ohne, dann mit dem Delay. Jetzt an. Du siehst also, das Stereo Delay ist ein sehr versatiles Plugin, mit dem du wirklich interessante Delay-Linien oder Delay-Effekte erzeugen kannst. Und damit komme ich jetzt auch schon zum ersten Tipp, wie du das noch ein bisschen weiter treiben kannst. Ich habe jetzt hier für diese Gitarre links und rechts das gleiche Delay eingestellt. Und zwar habe ich hier eine halbe Note eingestellt. Das klingt dann so. Okay, also sehr langsame Delay-Fahne. Und was ich jetzt machen kann, oder sehr langsames Feedback, ja, sehr langsame Wiederholungen, was ich jetzt machen kann, ist, um der Sache noch mehr Stereo-Effekt zu verleihen, kann ich jetzt trotz, dass ich hier das gleiche Delay, die gleiche Delay-Zeit eingestellt habe, kann ich die Deviation verschieben. Deviation bedeutet einfach verschieben, ja. Ich habe jetzt halbe eingestellt und jetzt verziehe ich aber die hier ein bisschen nach unten.
und die hier ordentlich nach oben und dann wirst du merken, somit kannst du einen wesentlich breiteren Stereoeffekt erzeugen. Sehr, sehr weite, breite Gitarrenwelten. Also das wäre der erste Tipp hier mit der Deviation, mit der Verschiebung arbeiten. Wenn dir das Ganze jetzt ein bisschen zu mumpfig klingt, kannst du natürlich auch, ich links mal wieder, können wir das Ganze hier ein bisschen ausdünnen über diese Bandfilter hier. So viele Höhen braucht es nicht hier oben. Und dann können wir das Ganze ein bisschen dünner machen. Das beschneidet nur die Frequenzen des Delays und nicht die Originalgitarre. Vielleicht schiebe ich es mal in Echtzeit hoch. Wenn sie spielt, dann hörst du es. Jetzt klingt das Delay nicht ganz so viel Mumpf dabei und kann ja nicht den Mix zumüllen. Das fällt jetzt vielleicht nicht so ganz auf, wenn sie Solo spielt, aber es ist auf jeden Fall besser. Ich habe hier ordentlich was weggeschnitten von den Tiefen. Wir gehen mal weiter runter im Plugin hier zum Feedback. Das habe ich jetzt hier gelinkt, deswegen kann ich es gleichzeitig einstellen. Machen wir hier die Deviation wieder bei beiden raus. Und nicht ganz so krass zumindest. Ich habe es jetzt hier gelinkt. Und wenn du jetzt kürzere Feedback-Zeiten willst, dann bekommst du mehr so ein Slap-Feedback. Bei längeren Feedback-Zeiten kriegst du eher so einen modernen Sound. Und hier komme ich zum zweiten Tipp für dieses Plugin und das ist das Crossfeed Left to Right. Das heißt, du kannst von der rechten Delay-Line was in die linke überblenden und umgekehrt und damit kannst du so einen Endlos-Delay erzeugen. Du musst aber ein bisschen vorsichtig sein, nicht übertreiben, dass dir das übersteuert. Ich gehe jetzt mal hier in krasse Zeiten, sehr weit hoch und dann hörst du, dass wir so ein Endlos-Delay mehr oder weniger bekommen oder generieren können. Okay, es kann sich also durchaus lohnen, mit diesen Crossfeeds hier zu arbeiten, um ja Soundwelten, Gitarrensoundwelten sich hier aufzubauen und im Sounddesign zu arbeiten. Also das ist eine sehr interessante Sache, die ich auch übrigens lange übersehen habe. Also Crossfeed Left to Right oder Right to Left, heißer Tipp hier. Gehen wir mal weiter zu den Global-Einstellungen. Da habe ich das meiste im Prinzip schon besprochen. Du kannst das Tempo synken zum Songtempo, was in vielen Fällen Sinn macht tatsächlich. Du kannst es linken oder eben einzeln einstellen, wie du möchtest. Und was viele auch übersehen, ist hier dieses Routing hier. Du kannst hier jetzt die Sache einfach straight wählen, das wäre die Standardeinstellungen, aber du hast hier auch so eine Art Presets. Und über diese Presets kannst du relativ schnell typische Effekte erzielen. Die kannst du auch alle von Hand einstellen, aber nehmen wir mal an, ich möchte jetzt hier zum Beispiel für meinen Gesang einfach ein ganz normales Ping-Pong-Delay haben. Ich gehe mal jetzt hier, wo bin ich jetzt hier? Genau beim Gesang. Jetzt nehme ich hier, was weiß ich, genau Ping-Pong rechts. Dann kann ich das zügig einstellen und habe hier so einen typischen Ping-Pong-Delay-Effekt für meinen Sänger, ohne hier jetzt groß alles einzeln einstellen zu müssen. Bad guys finish first, they always run in packs up. Okay, das ist sind so eine Art Presets eben einfach für dieses Delay. Du kannst auch mit der Gitarre hier rumspielen. Wir können mal ja was anderes noch probieren, zum Beispiel. Gehe ich hier auch mal rein, nehmen wir einfach mal ja Rotate oder ja Rotate können wir nehmen oder wir nehmen gerade dieses Crossfade, was ich hier nochmal hatte. Du kannst da mit etwas Glück schon Standardeinstellungen erzielen, die dich sehr viel weiterbringen und die dich sehr schneller zum Ziel bringen, wenn du nicht so gerne alles individuell einstellst. Apropos schneller zum Ziel kommen, wenn du schneller werden möchtest beim Abmischen, und das ist auch wichtig, damit deine Ohren nicht so schnell ermüden und deine Nerven geschont bleiben, dann empfehle ich dir mal ein PDF Speed Mixing. Das habe ich dir unten im ersten Kommentar angepinnt, da zeige ich dir, wie du in 10
einfachen Schritten zum perfekten Mix kommst. Und jetzt geht's weiter hier noch zum Output-Mix, die Output-Sektion. Die ist eigentlich nur dann wichtig, wenn du tatsächlich dieses Stereo-Delay direkt in den Kanalzug lädst und damit mit einer Stereo-Spur arbeitest. Hier kannst du einfach trockenes Signal und oder das Dry-Signal hier anteilig mit dazugeben. Ansonsten ist der Output-Mix hier nicht so wichtig. Was hältst du von diesem Stereo-Delay? Hast du schon oft damit gearbeitet oder hast du irgendeins von einem Drittanbieter? Das würde mich interessieren. Schreib es mir mal bitte unten in die Kommentare. Ich finde, das klingt hier gar nicht schlecht und es zeigt sich mal wieder, dass es sich durchaus lohnt, mit den Plugins, mit den Effekt-Plugins der eigenen DAW zu arbeiten. Die können nämlich meist mehr, als man denkt. Sie sehen vielleicht nur nicht so schick aus wie die von irgendeiner großen Firma. Was denkst du dazu? Schreib es mir mal unten in die Kommentare. Wenn dir dieses Tutorial hier über das Stereo-Delay geholfen hat, dann freue ich mich natürlich über einen Daumen nach oben. Und im nächsten Video geht's dann weiter mit dem Modulations-Delay. Das kann nämlich auch einige Dinge, die du bestimmt noch nicht kennst. Ich bedanke mich fürs Zuschauen und wir sehen uns schon bald wieder beim nächsten Tutorial. Bis dann!